Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved zusammen mit dem Corti LP. Hallöchen. Hallo, hallöchen. Und willkommen. Bla bla. Ich bin immer noch in Zeitlupe. Als noch. Hey, tu mal was dagegen. Ja, ich bin ja gerade mit den Steinen unterwegs zum Mörser. Vor allem bin ich auch geil, weißt du? Du brauchst für die Zementpaste voll Stein. Und das machst du alles in so einem kleinen Mörser. Muss ich mal reinpfeifen. Stell das mal in echt vor. So, ich bin gerade mal eine Runde mit einem Hai unterwegs, der im Übrigen ein Level-Up hat, wie ich gerade sehe. Ja, das hatten wir doch schon beim letzten Mal, weil die sich lieben. So fast wollten wir gehen bei den Health, ne? Erstmal ein bisschen Health, ja, dann würde ich aber auf jeden Fall Angriff. So, stimmt. Damit du bei den Gegnern nicht mehr so viel brauchst, dann beißt da immer zu weg. Kann ich ja gerade mal testen. Ich bin nämlich gerade mal ein bisschen am Wegschwimmen. Mach erstmal genau. Nee. Ich suche mir mal eine schicke Höhle. Wieso kriege ich jetzt nicht mehr die. Ah, jetzt Ego-Perspektive. Ego. So, Metal Ingots. Wozu brauchtest du denn das Metal nochmal? Das habe ich einfach so geholt. Ach so, gut. Weil Metal können wir immer gebrauchen. Ja. Metal! Heavy Metal! Gott, schwimmt das viel schnell. Ich bin jetzt schon wieder hier. Zip und bergab. Oh, ich hab's wieder nicht rausgenommen. Ey! Jetzt hab ich ein Level up. Ich erkunde mal ein bisschen den Meeresboden. Bam! So, was geht denn hier so Schönes? Da geht einiges. Ich glaube, die Luft hält ein wenig. Aber die Ausdauer vom Hai nicht so. Wo ist denn jetzt hier die Zementpaste? Ach, da unten. Manchmal bin ich echt ein bisschen kirre. Oh, war da ein Hai? Oder waren sogar zwei, verdammt. Hä? Gleich ersticke ich, gleich ersticke ich. Nein, nein, nein. Oh, Oberfläche erreicht. Wo bin ich dann schon wieder? Ganz weit weg. Hä? Ach, der Hai hat noch ein Level up. Geht aber echt schnell bei denen. Ja, ich kann das genau da dran setzen. Jetzt sieht es schön aus. Melee Damage. Und jetzt werde ich angegriffen, oder wie? Nur von wo? Oh, da sind Haie. Und tschüss. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eine Glastür brauchen. Alles aus Glas. Du musst dich mit dem Hai nicht mal gegen mit den anderen schlagen. Du schwimmst einfach weg. Ja, das geht natürlich auch. Ach nee, das war doch hier unten da. Genau, es gibt noch die Glastür, aber ich habe noch nicht genug Level. Und dann... Ach so, das ist dann für ein Schrägdach, aber ich denke mal, das reicht aus. Krass, was da noch alles kommt, ne? Tranquilizer Dart. Was hier so alles unter Wasser noch gibt, das ist schon... Meinst du, wir... Ach so, wollten wir nicht eigentlich auch mal so eine Höhle suchen? Wollten. Wollten, ne? Wo liegt der Fehler? Luft. Was so, fehlt ihm jetzt? Jetzt muss ich erstmal wieder heimfinden. Das wäre schon wär mal eine Idee. Ja komm, Chitin ist... Das kriegt man eigentlich mittlerweile auch ganz schnell. Ach, doch nicht dahin, da rein. Da haben wir noch genug. Ja, aber. Mal davon abgesehen. Also, so genug ist es ja gar nicht mehr. Es sei denn, ich übersehe hier irgendwo noch was. Anders nicht mal 200, 300 Stück. Ah, ja, doch, da oben. Ja, gut, stimmt. Ich wollte gerade sagen, mach mich nicht schwach hier. Nö, bist doch ganz starker. Manchmal. Oh.
So, mein lieber Hai, schwimm, schwimm. So, und gleich habt ihr beide wieder ein Herzchen über dem Kopf. Zup, und bin da. Bounce. Ach, der hat natürlich auch wieder ein Level up. Obwohl der gar nicht mit unterwegs war, also müsste man mal Ja. rausfinden, ob die immer gleichzeitig ableveln. Egal ob Ne. Der eine nicht. ist Level 57, der andere ist jetzt Level 52. Ach, schade, verdammt. Aber hat auch schon wieder fast das nächste Level up, oder wie? Solange es jetzt, wenn ich ein bisschen durch die Gegend schwimme, oder was? Tatsächlich, und das nächste Level up. Oder? Ne, der andere jetzt. Hä? Ich glaube, die pushen sich irgendwie immer gegenseitig, oder? Erst der eine, dann der andere. Ne, doch. Level up. Melee. Quatsch mit Soße. So, jetzt könnte ich nur eins bauen und jetzt brauche ich Crystal für die weiteren Glasteile. Haben wir nicht noch? Also jetzt hier in dem. Was? Fertilizer? War keins drin. Ach so, warte mal, ich könnte noch mal hier unten an der Werkbank gucken. Wenn nicht, soll ich ein bisschen Crystal holen? Ja, ich habe noch 17. Hä, nee, die gehören doch da rein. Ah, bin ich verpeilt heute. Nom nom nom. Nee, Crystal ist aus. Ich bin schon weg. Sieht es eigentlich mit Fleisch aus? Ach, Ist da da ist hinten auch was drin hier, in der Mensch. Ferne wartet der Vulkan, ne? Ja, bei uns Norden raus. Also da, wo unsere Werkbank steht an dem Tor. Cooked Meat! Habe ich noch. Cooked Meat habe ich auch. Ich nehme mal hier das Raw Meat raus. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viel Stamina Alter. dem Agi gegeben. Ich glaube, jetzt mittlerweile fliege ich in einem durch. In vollem Tempo, Oh, bumm. Ist wirklich krass, wie die Kühlschranktür zudonnert. ne? Ich höre Frösche unter mir. Das ist keine Kühlschranktür, das ist schon ein ganzes Kühlschranktor. Ist ein richtiges Schlachthaustor. Wir hatten ja damals einen Jugendclub, also jetzt nicht so einen offiziellen, den haben wir selber gemacht, ne? Das Grundstück gehörte den Eltern vom Kumpel und es war eine alte Molkerei und da hatten wir dann halt auch so einen Proberaum, weil der eine hat Gitarre gespielt, Schlagzeug. Yay. Und das war dann auch, der Proberaum war in der Kühlkammer und das war dann auch so ein richtig mit so einem großen Rad, hast du dann die Tür, die hat ist dann so zugegangen, ne? Und dann musstest du dir das aufdrehen, dann konntest du die zur Seite schieben. Das war schon ziemlich cool. Aber die Kühlkammer war keine Kühlkammer mehr. Nee. Also ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass die früher überhaupt wirklich gekühlt hat. Wäre sonst ein bisschen kalt geworden beim Proben, ne? Ja, klar, also ich glaube, da war es sogar am wärmsten drin, weil es halt richtig drin war in dem ganzen Gelände. Nicht schlecht. Diese Ironie. Ja, und da gab es dann so, haben sie so eine Wand dazwischen gebaut, die haben wir dann damals nach dem Hochwasser haben wir die eingerissen und auf dem hinteren Teil, der danach zugekommen ist, so im Proberaum halt mit Paletten so eine Mini-Bühne gebaut. Aber lange hat sich das dann nicht mehr gehalten, leider. Aber es ist cool, wenn du so einen Proberaum hast, dann machst du doch schon musikmäßig viel mehr. Ja, ich müsste auch mal wieder meine Gitarre rauskramen. Ja, wie gesagt, ich habe da gerade ein Projekt am Laufen, aber bin gerade noch halt mit dem Hintergrundmusik beschäftigt, bis ich zur Gitarre greife. Das dauert noch ein bisschen. Ja, meine habe ich jetzt das erste Mal überhaupt vor 2, 3 Wochen von meinen Eltern mal mitgenommen. Damit ich die erstmal hier stehen habe und sowas zum Klimpern habe. Ich habe zwar keinen Verstärker dafür, aber reicht ja so zum Rumklimpern geht ja auch. Wenn ich so ein paar Ja. alte Riffs lerne. Ja, Gitarrensolos, die ich mal drauf hatte. bis zur Spitze schaffen wir es nicht in einem, aber ich bin schon mal am Fuß des Berges. Und hier fliegen so viele Agis rum. Von wo bist du eigentlich losgestartet? Dem Tor, was du gemeint hattest. Oh, das ist aber gut. Ich musste vorher schon viel weiter vorne halt machen. Pause. Hier fliegen so viele Agis rum.
Wir müssen uns unbedingt mal wieder hier ein, ne? Auf jeden Fall, das wäre nicht schlecht. Generell brauchen wir noch ein paar neue Dinosaurier. T-Rex? Ja, warum nicht? Wäre ja auch mal was. Säbelzahntiger habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Wir müssten irgendwann... Also ich würde sagen, spätestens in der nächsten Session wäre das dann mal eine Idee, dass wir uns nochmal ein Agi tamen und dann einfach mal fortfliegen. Neue Gebiete, ne? Ja. Einen Haufen Narcotics mitnehmen und so ein Kram. Dass wir dann einfach mal... So, jetzt bin ich hier oben. Im Crystal Palace. So ungefähr. Und auch gerade im Ruckel Palace. Aber jetzt hat's wieder... Ja, 14 FPS. Das geil. Hatte ich aber da oben auch, dass es ein bisschen mehr ruckelt. Ein bisschen ist gut. Ja, es kriegt sich ein. Es war nur kurz, aber war deutlich zu spüren. Ah, jetzt geht's wieder. Frog. So, mal gucken, wie viel ich schleppen kann. Brauchen wir Pelz. Müssen wir Mammuts jagen, oder? Jetzt habe ich schon wieder Rare Mushroom. Und ich bin überladen. Echt jetzt? Auf was warte ich eigentlich gerade? Ich wollte irgendwas machen, ey. Kennst du das, wenn es dann plötzlich weg ist? Gott, sind diese scheiß Crystals schwer. Was ich echt nicht verstehen kann. So Kristall, denke ich, das ist voll das leichte Zeug ist, ne? Tja, anscheinend ja nicht, ne? Na gut, je nachdem. Wenn das da so ein... Diesen Klumpen ist dann klar, dann wird es schwer sein. So, wollen wir jetzt mal gucken, ob AG überhaupt noch fliegen kann. Ja. Sehr okay, schön. Bisschen geht noch. Oder? Was sagt die Anzeige? Ach, der kann ja noch einen Haufen schleppen. Achtung, ist Leute. Kaputt. Ne? Bam. Kühlschrank zugemacht. Was AG mittlerweile alles schleppen kann. Megalodon Tooth. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Metal. Metal! Nehme ich doch mal die Hälfte raus, pack den schon mal hier unten rein. Ja, da hätte ich gleich alles nehmen können, merke ich gerade. Weil im Ofen wird ja noch gebraten. Gebraten? Ja, gebraten, da war glaube ich noch Metal drin. Ja, und der ist auch noch gut dabei. Halt, doch nicht da rein. Wo will ich denn hin? Sag mal, die Holzkohle, brauchtest du die für was Bestimmtes? Nö. War das nicht für Benzin irgendwie? Nö. Da brauchen wir Öl und halt. Was war denn die Charcoal nochmal gut? Ich weiß es nicht, wir haben sie nur weggeschmissen. Gunpowder. Ach so. Oder nicht doch gut, dass sie nicht alles weggeschmissen haben. Nee, ne? Wir haben hier fast schon einen ganzen Schrank voll mit Holzkohle. Ich weiß, das ist es ja. Ups. Mal ein bisschen umsortieren hier. Ah, da habe ich dann nochmal Fertilizer. Da oben. So. Oh, jetzt wird er schon langsamer. Ah, egal. Ich guck noch mal eben, wie es aussieht bei dem Narcoberry Seed. So, jetzt muss ich aber erstmal den Weg finden. Warum ist das ausgerechnet jetzt so neblig? Wir sind Warte Seed. Mal. Und ich sehe es nicht hier. Total schlecht, ey. Ja, wie gesagt, im Proberaum, ne, hätte ich den noch, dann wäre ich ein Reimemonster. Aber da bist du einfach mal ein paar Jahre raus, ne? So, jetzt geht's wieder los. Orientierung wie ein Sack Kartoffeln. Warte mal, ist das nicht der Weg? Nee. Komm, pack jetzt mal hier das Fleisch drauf. Wie lange das Fleisch aber auch braucht, ne? Kann er nicht Medium essen? Schneller machen? Ich will immer gut durchhaben hier. Ja. Kann ich eigentlich für mich gleich selber hier behalten. Und warte mal, das, wo habe ich's? Water Jar. So, was scheint so, als würde ich mich, wenn ich da in die richtige Richtung bewegen,
Also ist das unsere und okay, dann weiß ich, wo ich lang muss. Und ob ich da heil ankomme, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss. Danke auch von mir. Haut darin, bis dahin. Tschüss.